Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum wohl fettesten Erz-Tycoon, den ihr je gesehen habt. Denn das sieht so aus. Das sind eine Menge Erze, uns erwartet eine Menge Abenteuer. So, wir legen los. Wir kaufen zuerst den Kohle-Erz-Block. Und jetzt haben wir hier, okay, jetzt sollen wir dieses Tool nehmen, sollen hier drauf drücken. Ah, okay, jetzt sind wir bei, okay, guck mal, das ist quasi unser Picker-Tool, also damit können wir die Erze aufpicken und jetzt fluppen wir Kohleerze in dieses Becken rein und die können wir uns aufsammeln, ne? Denn wenn wir zu langsam die aufsammeln, dann steigt dieses Erzlimit hier, ne? Also guck mal, ich sammle die jetzt nicht ein und ihr seht das, ich muss mal mit dem Cursor hier weggehen. So, jetzt haben wir die alle aufgesammelt, jetzt müssen wir raus, genau, jetzt sind wir raus und diese können wir jetzt in den Schmelzer packen. Das heißt, wir aktivieren jetzt den Schmelzer, bumm, und schmelzen die ganzen Erze, die wir da haben. Ach, muss ich immer wieder drücken oder was? Nee, wir haben alles. Habe ich noch Sachen im Inventar? Ich denke, der schmilzt alles. Guck mal, da fliegen die Barren runter. Wobei mir nicht ganz klar ist, warum da Eisenbarren runterfliegen, obwohl ich ja bisher nur Kohle habe. Aber ich will mich ja an der Stelle jetzt auch nicht beschweren. Jetzt haben wir Geld verdient. Wir haben 51 Dollar. Oh, Alter, wir können komplett durchrocken. Bam, bam, nochmal Kohle, nochmal Kohle. Und vielleicht reicht es für die 50 Ocken. Und ja, reicht. Bam, 50. Als nächstes kommt Tin, Alter. Okay, Zinn. Zinn sehe ich mich auch ein bisschen. So, wir gehen wieder an dieses Tool hier rein, sammeln die ganze Kohle auf. Das gibt komplette Moneten. Die Frage ist, muss ich jetzt das manuell wieder rübertragen? Ich glaube nicht, da macht es jetzt von... Ah, guck mal, da links seht ihr mein Inventar. Ich habe 86 Kohle, das sehe ich jetzt erst. Jetzt haben wir 100 Kohle. So, jetzt gehen wir raus. Und jetzt bringe ich die 100 Kohle in den... Der brät ja immer noch, der ist viel zu langsam. Guckt mal, der ist jetzt erst fertig von dem ersten... Jetzt ist er fertig und jetzt picke ich die Reste. Jetzt hat er wieder 100. Okay, der ist auf jeden Fall zu langsam. Wir müssen den Speed hier erhöhen, ey. Hier ist Smelter Speed. Was für einen Boost gibt das? Eine Sekunde. Ja, nehme ich doch, oder? Für 100 Dollar ist ja nicht sehr teuer. Jetzt schafft er da auf jeden Fall. Sonst, der braucht ja sonst 1000 Jahre. Das ist ja ein kompletter Skandal. So, okay, was macht man jetzt? Also hier spawnen auf jeden Fall diese Erze und da droppen die hier das so runter. Das gibt mir so Minecraft Mob Farm Vibes, ne? Wir checken mal die Rangliste. Total Cash, SX, QD, QD, 1,8 QD. Denkt ihr, das ist machbar? Ja, müssen wir gucken, müssen wir gucken. Wir haben auf jeden Fall 100 Dollar Ronies verdient. Das heißt, wir können uns den ersten Zinnstein kaufen. Der spawnt jetzt dort. Aha. Und jetzt können wir hier drücken. Und jetzt haben wir die ersten, wartet mal, da sind die ersten Zinnblöcke. Bam, 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 bam. Also Kugeln meine ich natürlich, sind ja keine Blöcke. Die sammeln wir jetzt auch alle ein. Jetzt haben, seht ihr da links das auch im Inventar. Und ihr werdet auch sehen, dass mein Smelter da wirklich viel zu langsam ist. Weil wenn ich das jetzt hier abliefere, da habe ich ja jetzt schon Bauchschmerzen. Der hat jetzt noch 44 vom ersten. Uff, Leute. Nee, da brauchen wir auf... Das nächste Speed kostet 2000. Oder Double Smelting Speed für die Robuxen. Wir haben Double Smelting Speed aktiviert. Ey, das braucht man. Das geht ja hier sonst gar nicht voran. Guckt euch das mal an. Jetzt geht es natürlich ein bisschen schneller voran. So, wir haben 400 Dollar. Das heißt, es geht komplett jetzt schon ab. Wir gehen rein in zack, zack und... Okay, das war es erstmal. Mehr haben wir nicht. Weil der ist hier gleich am Zappeln. Ne? Der ist gleich rum. Das heißt, wir müssen jetzt hier schon mal rein. Weil unser Ore Limit ist auch relativ hoch. Das müssen wir dann auch gleich mal ergänzen. Boah, wir haben halt direkt so viel gesammelt. Ne? Guckt mal, direkt 100 Stück. Da kommt auch so viel runtergescheppert. Und okay, raus. Und das Ganze jetzt abliefern. Aber der ist eh keine Gefahr, Leute. Der ist, obwohl wir den Double Speed gekauft haben, ist der immer noch so langsam, ey. Aber wir kommen voran. Wir sind jetzt hier schon durch und können den ersten Kupferbalken kaufen. Jetzt verdienen wir dick mit Kupfer auch die Moneten. Ich muss ehrlich sagen, ich will die Kohle gar nicht mehr. Weil ich sammle die ein, der brennt das dann 1000 Jahre. Das bringt mir doch alles gar nichts. Wir brauchen 2000. Das ist nochmal eine 10%ige Beschleunigung. Das ist aber auch bitter nötig hier. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt hier schon wieder... Guck mal, jetzt hier schon wieder 50 eingesammelt, gleich 100. Wie viel da? Ey, das muss so krank sein, wenn du alle Dropper hast, muss das am Ende des Videos, wenn wir alle Dropper haben, das muss so krank da reinscheppern. Da müssen ja wirklich tausende Kugeln kommen, an das Server am Lenken. Ich bin sehr gespannt. Wir haben so viel im Inventar. Es muss doch eine schnellere Variante geben, als diesen arschlangsamen Smelter 1000. Guckt euch das mal an, wie viel wir jetzt hier auf Lager haben. Ah, guck mal. Ah, ich verstehe. Der macht alle Erze gleichzeitig. Verstehe ich das richtig? Er nimmt von jedem Erz eins pro Zeit. Das heißt, der wird gar nicht langsamer, wenn wir viele verschiedene haben. Das ist natürlich sehr strong. Das ist sehr gut. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ansonsten hätte Kohle ja unseren Smelter komplett blockiert. Das wäre ja nicht geil gewesen, ne? Klar. Gut, dann können wir ja getrost noch weiter Kupfer kaufen. Hammer.
Das ist sehr gut. Und vielleicht für 1500 werden wir es gleich haben. Dauert noch ein bisschen. Bronze jetzt. Wow. Bronze. Das ist der. Sieht sehr ähnlich aus, ne? Das ist ein bisschen dunkler, so ein bisschen, naja, Bronzen halt, wie der Name schon sagt. So, wir sammeln alles ein. Ist ja gut, weil jetzt kann er gleichzeitig Bronze farmen, während er, also der Burner meine ich jetzt, während er halt Kupfer, Zinn und Kohle macht. Das ist schon sehr, sehr geil. Dann lass warten, bis wir ein bisschen mehr Bronze haben. Ich würde sagen, so 20. Okay, Hammer. Nice, nice. Hätte gedacht, dass es länger dauert. Und wir scheppern alles in den Schmelzer. Jetzt casht es komplett ab. Boah, wie viel das wert ist. Guckt mein Geld. Es geht. Oh, mein Limit ist erreicht gleich. Ach du Scheiße, wir müssen direkt uns mal unser Limit kümmern. Boah, wir sind bei Silber. Jawohl. Okay, dann lass aber mal den Booster gucken. Da, wir können nämlich auch das Ore-Limit erhöhen auf 120 gerade mal. Dachte, safe mehr. 120, dachte so verdoppelt. 120 ist ja komplett mau. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich relativ viel schnell die hier aufsammeln, damit wir da nicht Probleme kriegen. Man kann das eigentlich komplett cheaten, ne? Indem man einfach hier an dem Rand so ein Zitteraal macht. Das ist eigentlich auch nicht so krass durchdacht, ne? Aber gut, egal. So, das reicht, denke ich. Wir haben da komplett krank eingesammelt. Und liefern ab. 22.000, 30.000, 10.000 krank, ey. Und das hat sich hier schon wieder komplett angesammelt. Wir können direkt wieder rein. Haben wieder 8 Silber. Wir warten auf 10 Silber. Haben 10 Silber, gehen raus. Und bevor Silber durchgelaufen ist, holen wir Silber nach. Bam, mal der perfekte Timing. 45.000, Alter. Das Ore-Ding ist halt wirklich ein Problem gerade, ne? Aber 100.000 kostet das nächste Limit. Ah, guckt mal, wenn das Item erreicht ist, das Ore-Limit, dann despawnen einfach welche. Das heißt, die werden dann einfach gelöscht. Das heißt, es darf auf keinen Fall passieren. Das ist die Frage, wie kann ich das vorbeugen? Das ist dann die entscheidende Frage. Wir gehen mal rein, zack. Indem ich das hier halt erhöhe natürlich, ist ja klar. Ich habe einen Cheat entdeckt. Guck mal. Ein bisschen was kommt durch, aber ich kann jetzt einfach hier stehen. Ich habe quasi gerade das Auswahltool und aime da so hinten in die Ecke und kann dann einfach regelmäßig E drücken und die Sachen aufladen. Hier seht ihr es links, ich farme, nur so. Jetzt lade ich es wieder rein, zack, alles wieder weg. Das ist ja ein kompletter Cheat, oder? Hä? Ist das bekannt? Wussten die Leute das? Oder habe ich das gerade rausgefunden? Nee, das habe ich ja selbst nicht rausgefunden. Also so schwer war das jetzt ja nicht drauf zu kommen. Das kann ich ja niemals rausgefunden haben. Wir haben das eine halbe Mio. Okay, das ist ja ein kompletter Cheat, das ist ja völlig illegal. So, 1 Million kannst du rebirthen. Ja, aber das haben wir ja. Das haben wir ja jetzt gleich. Das ist ja eigentlich ziemlich mau, oder? Rebirth auch billiger als diese ganzen Sachen. Warte mal, nee, das ist ja komplett billig. Ach nee, B, ha, habe ich falsch gelesen, Uranium, 2B. Entspannt, chillig. So, wir haben jetzt 1 Million verdient, wir können jetzt rebirthen. Und dann lass uns das doch mal angucken, was das hier Schönes jetzt für uns bereitet. Was passiert, wenn ich da... Oh, okay. Geh zur Statue und drücke E. Click me to rebirth. Reset progress for multiplier. Okay, wir haben mal 5. Mal sehen, was ein Rebirth bringt. Wahrscheinlich mal 6, ne? Oh, mal 7, 4, 5. Oh, das ist schon geil eigentlich, ne? Sehr gut, sehr gut. Ah, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Jetzt beginnen wir wieder bei Kohle. Ah, nee. Ich habe jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit meinen Rekordfang gerade eingestellt. Habe 1,8 Millionen auf dem Konto. Wir werden jetzt aber nicht rebirthen, keine Sorge. Wir werden schauen, dass wir hier wirklich mal... Ich habe auch wirklich nur die rechts gekauft, um dieses Erzlimit hier ein bisschen zu berücksichtigen. Habe jetzt die, also immer nur eins rechts gekauft, ne, das billigste sozusagen immer. Das heißt, wir sind jetzt bei 1,6 Millionen. Das haben wir tatsächlich auch fast. Haki, der birnt nur noch so diese, ich sag mal so diese low-wertvollen Dinger, ne, die nichts wert sind. Wir brauchen ein paar Smaragde. Die Smaragde sind die dicken Kaschem. Ja, das sieht schon gut aus und wir haben 1,6. Nice. Boah, wir verdienen wirklich krank viel. Ich denke, wir können es auch ohne Rebirth hier durcharbeiten. So, jetzt sind wir schon beim Rubin. Als nächstes kommt Amethyst, Minecraft-Style. 4,8 müssen wir uns merken. Das kann aber schon ein bisschen dauern. 4,8 ist schon krass. Und wir sind bei Amethyst. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. 12,5 Millionen. Turmalin. 12,5 Millionen. Okay. Vielleicht macht es sogar jetzt Sinn auch... Oh, Alter. Und da haben wir 2 Amethyst. Guckt mal auf mein Geld, jetzt wenn wir die Amethyst abliefern. Das ist komplett krank. Boom, boom, boom. 2,2 Millionen. Wir haben wieder 4 Amethyst abliefern. 3 Millionen. Junge, wie schnell war der? Wie viel verdienen wir jetzt pro Sekunde? Kann das mal jemand stoppen? Das muss komplett krank sein. Für 100.000 mal das Limit auf 280 erhöhen. Boah, Alter, was hat sich denn hier angesammelt? Alter, Junge, wie viel. Schade, dass das begrenzt ist. Unlimited wäre so geil, Alter, wirklich. Aber wir kriegen das schon relativ hoch. Bumm, abliefern. Heißt dieses Smelts mal 2 Ores? Das bedeutet, dass ich halt 2 Erze, also dass ich doppelt rauskriege. Nicht, dass es doppelt so schnell ist, sondern ich kriege aus jedem
jeder Ressource, die ich reinkriege, das Doppelte, ne, denke ich, heißt das. Okay, 40, oh, Diamant. Wir sind bei den Diamanten für 40 Millionen. Das klingt jetzt halt viel, aber ich sag's euch, wie es ist. Das ist nicht viel. Guckt euch das an, sieht das geil aus. Wir haben genug verdient für den Diamanten. Was kommt als nächstes? Opal, Plutonium, Uranium, Crystal, Topaz. Okay, gut, gut, gut. Wir nähern uns dem Finale, ey. Wir gehen mit großen Schritten. Aber sind wir, haben wir hier Ranglistenchance? Ich weiß nicht, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus, was wir machen. Wir nähern uns auch wirklich, ey, wenn wir den Autocollector haben, dann eskaliert es eh nochmal komplett. Ach, wir brauchen auf jeden Fall für 10 Millionen, weil das sieht ja schon sehr mau aus mit dem Ore Limit. Boah, guckt euch das an. Geil. Alter, Junge, habt ihr die Diamanten gesehen? 40 Millionen nur für die Diamanten. Ich brauche auf jeden Fall mehr Speed, das ist ja Käse hier. 800.000 kostet ja auch nichts, so. Jetzt speedet der da nämlich auch ein bisschen schneller durch. Ich habe hier, alter, Eisen hat sich nämlich, Kohle hat sich 1600 angesammelt. Der kommt ja gar nicht mehr hinterher, die Backe. 230 Millionen. Wir gehen zum Opal. Zack. Plutonium für 6. Ey, wartet mal. Es ist wirklich, macht es eigentlich Sinn, auf den Autocollector zu sparen. Oder auf dieses Double Ore. Das, okay, das kostet T und QD. Das ist schon Ranglisten-Speed hier, ne? Schon Ranglisten-Speed. Okay. Aber egal, sieht gut aus. Weil das hilft uns auch nämlich beim Ore Limit extrem, wenn die Sachen hier nicht mehr in diesem Becken landen können. Ich weiß, das ist zwar übertrieben satisfying. Ich finde es auch so geil, diese Dinge einzusammeln. Aber macht ja keinen Sinn, wenn uns das jetzt hier von der Rangliste abhält. Wir sind ja hier schließlich in einem Rennen, Leute. Es geht ja hier um was. Das heißt, wir kaufen das auf jeden Fall für ein B. Weil das zieht... Achso, ich wollte gerade sagen, es zieht sich ja gerade, aber ich liefere ja auch nichts ab. Jetzt geht es ein bisschen... Oh, Opal waren 100 Millionen. Habt ihr das gesehen? Zack. 70 Millionen. Sobald ich wieder ein Opal habe, wieder abliefern, damit schön Opal durchläuft. Opale sind halt komplette Gamechanger hier auch wieder. 4 Opale abliefern. Das dauert zu lang. Es macht mehr Sinn, sich jetzt erstmal noch für 600 Millionen, was wir jetzt auch haben, Plutonium zu holen. Zack, Alter, Plutonium muss ja so viel wert sein. Boom. Okay, Uranium sehr teuer. Da macht es definitiv erst Sinn, sich jetzt den Autocollector zu holen. Weil guck mal, da passiert nämlich das hier nicht mehr. Mann. Wir wollen ja nicht, dass Erze gelöscht werden. Stellt euch vor, ein Plutonium wird gelöscht. Jetzt hier 12 Plutonium. Guck, wie viel das wert ist. 61 Millionen, Alter. Krank. Das heißt, ein Plutonium ist irgendwas mit 6 Millionen wert, oder? Ja, ungefähr. Das ist ja krank. Wir sollten halt mal einen Move bringen. Ich mach das auch mal. Passt mal auf. Es gibt ja hier auch diese Orbis. Und du kannst mit Hilfe der Orbis, kannst du Boosts freischalten. Ich denke mal, das brauchen wir jetzt auch, um ein bisschen Werte zu progressen. Also, eine Minute. Und der gibt, der harte gibt... Double Ores. Und der gibt? Double Ores. Oh, Double Ores? Weiß ich gar nicht. Brauchen wir das? Meinen die mit Double Ores, dass Double viel droppt? Oder dass wir Double viel rausbekommen aus dem Smelter? Weil das ist natürlich ein extrem entscheidender Unterschied. Weil das erste bringt uns nicht so viel. Das Kamera. Das zweite wäre ein kompletter Game Changer. Zack. Double Ore. Okay, jetzt gucken wir mal All Limit. Jetzt müssen wir den ganzen Kram hier einsammeln, was sich hier angesammelt hat. Also wir gucken mal. Wir haben 32 Plutonium. Wir liefern ab. Ja, okay. Es stimmt also. Vielleicht kriegen wir aber doppelt raus. Das kann natürlich sein. Boah, es ist schon geil, ne? Aber für eine Minute weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir jetzt in den Autocollector reingehen. Zack. Autocollector 3000. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich den erstmal resetten, so, damit der hinterherkommt. Der hat sich sehr viel angesammelt. So. Ja, okay. Das ist gut. Das ist gut. Das tut uns sehr gut. Aber ich denke, der ist sogar schlechter als der Cheat, den wir die ganze Zeit benutzt haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat. So, Autosmelter für 1 Million. Wieso haben wir das nicht schon vorher gemacht? Das ist ja ein das ist ja ein kompletter No-Brainer. Wieso? Und wir haben jetzt schon wieder 400 Millionen. Ei, Garamba. Okay, das ist geil, das ist geil. Gut, dann geht es jetzt weiter im Programm, würde ich sagen. Das heißt, Smelter Speed nicht so interessant, denke ich, aktuell. Der kommt schon. Ja, wobei 16 Millionen ist ja nichts. Holen wir uns. Boah, mal 2. Das wäre noch ein Game Changer, ne? 10T. Aber 10T, jetzt haben wir ein B und 10T sind 10.000 B. Also wir bräuchten das noch 10.000 Mal. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen hier verbessern. Wir sind bei 2B bei Uranium. Let's go. Ich würde wirklich so gern jetzt Kohle und so einfach löschen, ne? Aber guck mal, wir sind noch nicht mal ansatzweise am Limit. Ich denke, es macht Sinn, dass wir ab jetzt 2 vielleicht kaufen, oder? 2 Spawner. Dann progressen wir auch schneller. Es kommt eh nicht mehr so viel. Wir kaufen 2, das macht Sinn. Ab Plutonium 2. Uranium. Boom. Jetzt sehen wir leider gar nicht, was Uranium wert ist. Da müssen wir mal hier, also wir sehen es schon, wir müssen mal hier ran. Plutonium, noch hat er kein Uranium.
Da war auch, nein. 37 Millionen, 55 Millionen. Okay, 10 Millionen pro Uranium circa, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist schon lecker, 10 Millionen, ey. Boah. Kommt der hier hinterher? Das sieht noch sehr gut aus. Wir sind sehr low und wir können das dann noch weiter erhöhen. Vielleicht macht es sogar Sinn, noch mehr zu kaufen. Vielleicht Opal auch noch ein, 270 Millionen. Macht das was aus? Ja, nicht, ne? Ein B jetzt schon verdient. Leute, mein Schmelzer kommt nicht mehr hinterher. Plutonium ist eh komplett OP. Selbst Uranium, also sprich das beste Erz, was ich aktuell habe, er kommt mit dem Brennen nicht mehr hinterher. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen erhöhten Speed. 6,4 B ist aber überteuer, das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Kann ich den irgendwie manuell schneller machen? Das geht nicht, ne? Warum ist denn das jetzt so lahm? 3 schafft er nicht, ne? Weil ich bin jetzt übergegangen, 3 zu kaufen. 3 schafft er nicht. Aber da stelle ich mir die Frage, warte mal, dann machen wir das so. 3 ist zu viel, das heißt, wir kaufen die ganzen mal. Das ist, glaube ich, klug, weil die schafft er dann noch, ne? Diamant seht ihr hier ja nicht. Diamant sehr, sehr low. Nur da, wo ich 3 gekauft habe, hat er Probleme. Das heißt, 2 ist der Weg. So, das heißt, mit 7,5B, ich habe mehr Boost. 8,19 habe ich jetzt plötzlich. Ich meine, nehme ich gern. Weiß aber nicht, warum, ehrlich gesagt. Ah, mein Freund gejoint ist. Oh, das macht so viel aus. Wer ist der Ehrenmann? Technoblade Frosty, Alter. Geil. Sehr super. Guckt mal ihn, er hat 147 Dollar. Ich habe 5 Milliarden. Schmeckt. Ja, weil Uran, nee, das kommt. Ich brauche auf jeden Fall diesen Speed Boost, ne? Das wird aber auch nicht reichen. Ich werde das brauchen. Oh, ah, soll ich? Warte mal, hebt sich das an? Ja, okay, das hebt sich auf jeden Fall an. 200, ja, okay. Na, das kann ich komplett vergessen. Das macht Sinn. Wir holen das. Das ist nochmal ein 10% Boost auf den Speed. Und jetzt, weil, guck mal, ich habe allein diese beiden Plutonium, Uranium, habe ich ja 5B Wert einfach in diesen Smelter drin, der nicht verbraten wird. Ich meine, das sieht schon geil aus, aber es ist halt nicht schnell genug. Okay, wir sind aber guter Dinge. Wir gehen weiter. Jetzt brauchen wir 7,5B. Das Gute ist, dass mein Smelter überladen ist. Spielt gar keine Rolle. Also ist es natürlich schon schlecht. Aber wenn ich mir jetzt Crystal kaufe, ist das ja eh separat. Das heißt, der wird auch abgebaut. Das ist das Gute an diesem Spiel. Ich hab 10B. Ich hab 1000 Erze da drin. Nein, selbst Crystal. Nee, sag mir jetzt nicht, der kommt mit Crystal nicht hinterher. Das ist ein Dropper nur. Ja, besser ist auch Ore Smelter 1000. Wohl eher Ore Smelter Kack-Emoji. 128B. Das dauert ewig, bis ich 128B verdient habe. Leute, wie geht man jetzt vor? Das alles zu kaufen macht keinen Sinn. Das schafft mein Schmelzer nicht und ich kann den Schmelzer auch nicht verbessern, weil es zu teuer. Ja, wir müssen auf 10B gehen. Crystal Rock, wir brauchen mehr Geld. Schätzt mal, wie viel Kohle ich jetzt in dem Schmelzer habe. Das muss ja komplett krank sein. Wir gucken. 13.000, 14.000 fast, 10.000 Zinn, 4.000 Kupfer, 6.000 Bronze. Diamanten, wie viele Diamanten haben wir? 500. Und wir gehen bei Topaz rein. Boom! Wie viel ist ein Topaz wert? Da müssen wir jetzt mal gucken. Topaz, boah, die Liste wird aber auch immer länger. Ne? Crystal, okay, ist geil. Ein Crystal ist 20 Millionen wert, hat man gerade gesehen. Ein Topaz ist wert, boah, viel. 30 Millionen circa, ne? Ja, 30 Millionen. Boah, geil. Boah, jetzt verdienen wir aber auch wirklich komplett krank, ne? Jetzt ist auch bald dieses Update nicht mehr unrealistisch mit 128B. Und wir gehen bei Azur rein. Zack. Und gucken, wie viel das wert ist. Das Problem ist wirklich, ich habe jetzt halt 2 Crystal, 2 Topaz-Dropper gekauft. Ne, sieht man, kann man auch sich hier angucken. Sieht schon sehr, sehr schick aus, ne, alter Schwede. Das Problem ist aber, guck mal, selbst 2, boah, ein Azur, wie viel war ein Azur wert? 100 Millionen? Warte. 10 sind, ja, 60 Millionen circa, ne. Aber mal 10 Millionen mehr. Ich glaube, das war irgendwie 30, das 40, das 60, irgendwie so. Selbst 2 Droppers decken sich schon. Guck mal, ich habe ja hier, was ich hier für Wert drin habe, 100B oder so, habe ich hier an Wert. Okay, die hier oben sind nicht so entscheidend, aber guck mal, allein Crystal 10B, Uranium 26B, bin ich bei 36, Plutonium 18, bin ich bei 46, bei 54, ne? Das ist schon komplett krank, wie sich das deckt hier. Boah, das sieht aber auch geil aus hier, ne? Guck dich das mal an. Problem ist, das nächste Update, dass es noch schneller geht und das wird jetzt auch nicht so komplett krank viel bringen, ist halt 128B. Das ist schon sehr teuer, das ist überteuer. Das werden wir wohl in der heutigen Episode nicht mehr schaffen, aber wir sind auf einem guten Weg in die Rangliste, meine Freunde. Wenn ihr wollt, dass wir einen zweiten Part bringen, den wir den Rest kaufen, komplett rasieren, flankt auf jeden Fall den Like-Button, wichtig. Abonniert den Kanal kostenlos, um mich zu unterstützen, da würde ich mich immer sehr, sehr freuen. Wenn ihr zu Team Benson gehören wollt, dann abonniert einfach mal, einfach auf den Button klicken, ist kostenlos. Und klickt jetzt auf das Video, um direkt zum nächsten Part zu kommen. Bis morgen, euer Benson.